Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Hi. Schatz, du musst auch singen und mir. Genau. Genau, und wir nehmen euch heute wieder mit, denn es ist ein Vlog. Und wir haben heute einiges zu tun. Ich werde jetzt gleich mal Benetton umziehen, weil wir haben unglaublich Sommergewitter. Also Sommergewitter, es regnet einfach sehr doll. Und deswegen ist dieses Outfit, was er gerade trägt, nicht so passend für ihn. Ich habe gerade ein Video für euch gedreht. Und deswegen stehen hier auch noch die Lampen rum. Deswegen ist das Licht gerade so bombastisch gut. Genau, das Video habt ihr aber, glaube ich, schon gesehen. Ja, und jetzt werden wir gleich zu Louis fahren. Nein, nicht zu meinem Baby, sondern zu einem Laden, einem Motorradladen. Felix hat sich ja ein neues Motorrad gekauft. Und jetzt möchte er noch einen neuen Helm haben. Und deswegen kaufen wir ihm den neuen Motorradhelm. Und ich brauche einen Panzer für den Rücken, weil ich mir auch eine neue Lederkombi gekauft habe. Und da passt mein alter nicht rein. Und deswegen brauche ich jetzt einen neuen Panzer. Da wollten wir mal gucken. Am besten nehme ich auch meine Lederjacke mit, ne? Das wäre, glaube ich, ganz gut, dann können wir das ausprobieren. Und genau, dann nehmen wir euch den heute mit. Wir nehmen auch den Bennett mit, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich muss gleich noch den Kindersitz fertig machen. Hier ist nämlich überall Chaos ausgebrochen, das ist unfassbar. Also mein Zimmer sieht aus wie ein Schweinestall. Das hier ist die einzige Ecke, die ordentlich aussieht. Deswegen drehe ich hier auch derzeit meine Videos. Obwohl ich da drüben meine Wand habe, aber da seht ihr, alles Chaos. Ja, das heißt, wir machen jetzt erstmal Bennett fertig. Dann muss ich den Kindersitz fertig machen und dann werden wir gleich auch schon losdüsen. Dann muss ich den Katzenbabys gleich noch was zu essen geben, glaube ich. Und dann sind wir auch schon los. Also ich habe hier gerade noch mein Zimmer aufgeräumt. Eigentlich wollte heute Morgen noch jemand wegen Kinderwagen kommen. Aber die haben jetzt gerade abgesagt. Eine halbe Stunde später, als sie eigentlich kommen wollten, haben sie abgesagt. Bombastische Leistung, wirklich. Die sind mich eigentlich alle hier im Sommerlook. Also Mel nur in Body und Socken. Louis hier in selbstgenähter Hose und Body und voll Fleck hier auf den Dings. Und Benedikt auch nur einen weißen Body und seine Hose. Aber ich glaube, wir ziehen einfach nur den Pulli zu dieser Hose an. Oder seine Strickjacke. Wo habe ich denn die? Ich glaube, die habe ich doch hier irgendwo gehabt. Muss mal gucken, ob ich die hier irgendwo drin habe. Können wir auch mal diese hier anprobieren. Diese haben wir neu. Für den Benedikt gekauft. Ich finde die so süß. Und die ist so mini. Können wir ihn gleich mal anprobieren. Und ja, hier ist jetzt auch Chaos. Wenn ich meinen Wäschekorb leer räume, ist hier auch Chaos. So, können wir die gleich mal anprobieren. Dann nehmen wir ihn mit. Dann muss ich heute noch den Maxi-Cosi fertig machen. Der ist immer noch auf die Größe meiner Nichte eingestellt. Zu dieser Hose passt hier. Das wäre einmal ganz gut. Ich finde die so süß. Eure Meinung mal bitte in die Kommentare zu dieser Jacke. Das wäre ganz cool. Ich finde die einfach so süß, weil die so klein ist und ich liebe ja allgemein so Stricksachen. Zack, zack. Oh, 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 zack. Dafür ist ein kleiner Opa jetzt. Aber Benedikt sieht sowieso immer aus wie ein Opa. Den oberen lassen wir immer auf. Das Ganze nicht so gequetscht aus. So, passt doch ganz gut. Und so kalt ist es heute auch nicht. Es ist halt ein bisschen Sommerregen. Und mit so kleinen Tischchen, oh, wie süß. Kleiner Sommerregen. Schadet aber nicht. Die Mütze ist viel zu groß, aber ist ja auch kein Ding. So. Schnulli. Schon eine Kette in die Tasche. Und dann sieht das Ganze so aus. Tada! Was haltet ihr davon? Schreibt mal in die Kommentare. Ich finde ihn so süß, ne? Ja, so schön. So ein Süßer. So, und dann kommen wir, können wir los eigentlich. Ich muss gleich mal gucken, ob ich noch eine Decke habe. Aber irgendwie. Glaube ich, alles verkauft. An Decken. Wir können auch die hier nehmen, die hatte ich letztes Mal auch. Die ist eben nicht so süß. Was? Alles gut.
müssen wir auf jeden Fall länger machen hier. Die geht nicht mehr bis zu seiner Brust. Nimmst du gerade ab, ne? Doch, ja. So, fertig. Jetzt muss ich mir noch eine Hose anziehen, habe ich gesehen, was ich hier finde. Jogginghose an, das heißt, ich muss ich da auch, ja. Eine ordentliche Hose anziehen. Felix hat auch eine Jogginghose an. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal und dann gleich mal losdüsen. Leute, ich packe gerade meine Handtasche hier und jetzt schaut mal hier, was hier in meinem geilen Schrank ist. Einmal in die Kommentare, wer das hier alles liebt. Das sind sowieso die geilsten. Maxi-King. Lecker. So, ab die Post. Ich habe natürlich hier eingepackt, ne? Für die Fahrt. Ich muss ja auch überleben. Ich muss aber so dringend einpacken. Immer hier. Unbezahlte Werbung, ne? Alles selber bezahlt hier. Nein, ich werde nicht von Kindern gesponsert. Das wäre voll geil. Ferrero, können Sie mich sponsoren? Und dann habe ich hier noch ein Big Mac. Ja, jetzt kommen wieder Kommentare. Oh, Mickey, du ernährst dich so ungesund. Ja, der Big Mac ist von gestern Abend und gehört ganz fein in meinen Mund. So, hier habe ich auch noch eine Cola. Mm. Schmeckt noch. So, ab die Post. Felix? Hi! 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 Oh, jetzt bist du überfordert, wa? Da ist der Papa mit Baby. Und der Hundi. Warte, Schatz, ich muss mir noch Schuhe anziehen. Ja, Felix, komm, geh mal ab. Aber ist der Schrank über. Ja, tschüssi. So. Und jetzt muss ich jetzt mal Schuhe aussuchen. Wo sind denn hier meine geilen Schuhe? Nee, die kann ich wegen meinem Zeh nicht anziehen. Das heißt, ich muss... Ja, dann muss ich diese hier anziehen. Oh, jetzt ist die ganze Zeit mein Sony-Band hier. Unpraktisch, unprofessionell. Kommen jetzt wieder Kommentare. Unprofessionell, Mimi. So. Schuhe sind an. Das ist der Benetton. Handtasche. Hier sind Kinderwagenfraktionen, weil Maggie so wenig davon hat. Regnet es? Ja, oh ja. Nee, machst du das Verdeck hoch? Das kommt von oben. Oh. Kommt Regen von unten? Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn wir bald aus dem Krankenhaus rausgehen, wird es glaube ich genauso aussehen, oder? Wenn wir ein echtes Kind bekommen und dann sieht es schon genauso aus. So, meine Lieben, wir sind da bei Luis und es regnet wie aus Eimern. Deswegen warten wir noch kurz 2 Minuten. Vielleicht wird es ein bisschen weniger. Und dann huschen wir gleich kurz rein, kaufen das und dann weiß ich nicht, ob wir noch irgendwo anders hinfahren wollen oder so. Ja, schauen wir mal. So, meine Lieben, wir sind fertig. Ich habe mir einen Rückenpanzer gekauft. Felix hat ihr Helm gekauft. Und sein Helm ist so unglaublich schön. Ich wollte mir auch denselben kaufen, weil der ist einfach so schön. Und jetzt waren wir gerade. Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. Jetzt waren wir gerade noch bei McDonald's, haben gefrühstückt, wie man das nennen will. Und jetzt war Maggie wieder so spontan, hier ist Blitzer, fahren wir besser vorsichtig, dass wir uns jetzt Babykleidung angucken und die eventuell auch kaufen. Genau. Und Maggie ist einfach immer so spontan, Maggie macht das einfach immer. Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen gerade gesehen, einmal so im Durchscrollen und dachte mir, yo, machen wir doch. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause und uns hat ein Paket von One Two Wheel erreicht, neue Bausätze und das ist die Babykleidung, die ich gerade erwähnt habe, also hier so Riesenhaufen. Und dann habe ich gerade Smilo Dogs bekommen, also ich habe bei Smilo Dogs bestellt. Und da ist gerade ein Teil angekommen von 4. Gucken, wann der Rest kommt. Genau, wir werden jetzt erstmal das Paket hier auspacken und dann die ganze Babykleidung hier sortieren. Stimmt, du musst dann so zeigen. Zeig du mal, was hast du gekauft? Also ich habe mir einmal, ich mache mal mit den Einern, Spiegel für die Lenkerenden, wenn euch das was sagt, für mein neues Motorrad gekauft. Dafür noch ein bisschen Zubehör, damit das anzubauen ist. Und meinen neuen Helm. Das zeige ich euch auch noch mal ganz kurz. Der ist so unfassbar geil. Wenn sie den nicht so gut eingepackt hätten.
Also ich wollte ihn auch kaufen, weil ich finde, der würde mir auch voll gut stehen. Der ist so Hammer, ey. Und das Coole ist hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sieht man nicht. Doch, jetzt hier ist es lila. Und jetzt, wenn man den Helm ein bisschen dreht, je nachdem, wo das Licht hinscheint, ist er halt grau oder lila. Also ihr seht, das Lila ist nie an einer Stelle, sondern es verändert sich immer wieder. Das ist so unfassbar geil. Und natürlich mit verspiegeltem Visier. Hallo. Das ist ein neuer Helm. Ja. Genau. Und dann habe ich mir noch so eine Protektorenjacke gekauft. Für meine Motorradjacke eben. Also, das hier ist meine... Es klebt das hier schon alles fest, ey. Oh! Das ist meine Motorradjacke. Meine neue, die ich mir zu meinem neuen Motorrad gekauft habe. Und da gibt es eben keinen Rückenprotektor drin. Und das ist, wenn du einen Unfall brauchst, lebenswichtig. Und deswegen habe ich jetzt hier so einen Rucksack sozusagen. Zieht man an wie so einen Rucksack. Und das ist dann eben der Protektorenschutz mit Nierengurt extra schon dran. Genau, 70 Euro hat der gekostet. Und jetzt würde ich sagen, packen wir erstmal die ganzen Blödsinn hier aus. Und sortieren erstmal. Achso, Katzenmilch haben wir auch noch gekauft. Für die glücklichen Katzen. Für die glücklichen Katzen. So, meine Lieben, wir sind gerade noch unterwegs gewesen. Ich habe mir jetzt noch so einen Bilderrahmen gekauft. Und es ist gerade aufgefallen, dass ich noch einen davon brauche. Ich weiß nicht, ob mein Auto zu ist. Aber wir haben jetzt also einen Bilderrahmen gekauft. Dann haben wir gerade Süßigkeiten gekauft. Ich habe hier jetzt die Sachen sortiert, vorhin in einem Livestream auf Instagram. Auf dem Bett. Wir haben uns noch einen Döner gekauft. Und ich habe die Sachen jetzt sortiert, alles hier auch. Hier ist schon ein Baby, was verkauft ist. Hier ist auch noch ein Baby, was verkauft ist. Hier sind eben diese Windeln, die ich euch vorhin gezeigt habe. Genau, und ja, wir haben uns gerade noch einen Döner geholt und werden jetzt so einen kleinen Serienabend machen. Hier ist der Bennett, der kommt gleich noch in sein Bettchen. Und ich wollte jetzt einmal dieses hier anschauen und dann schon ein paar Fotos reinmachen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinhängen soll, weil das echt groß ist. Aber ich finde das unglaublich schön, wenn man hier so die einzelnen Fotos so ranhängt und so. Und ich glaube, da an der Wand wäre es doch perfekt, oder? Richtig, richtig schön. Ich packe das jetzt erstmal aus und mache da schon ein paar Fotos dran. Ich habe ja welche von meiner Nichte und so ausgedruckt. Und dann schauen wir, wie das aussieht. Und ich würde mich einfach von diesem Vlog hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!